viel Spaß und gebt ihm einen warmen Applaus. Danke. We know. Wir wissen es. And we know they know. Und wir wissen, dass sie es wissen. We know they know. Und sie wissen, dass wir wissen, dass sie es wissen. We know they know, we know they know. Und sie wissen, dass wir wissen, dass sie es wissen. Und wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, dass sie es wissen. Und we mortals didn't know they knew. Wussten wir Sterblichen nicht, dass sie es wissen. Sie wussten es, bis Edward Snowden uns wissen ließ, dass er es wusste. Ob wir es nun Abhören nennen oder Spionieren oder Signalintelligenz. Die Maßnahme des elektronischen Abhörens hat sich radikal entwickelt in den letzten Jahrzehnten und wir versuchen immer noch unser Affengehirn da hineinzukriegen in das, was das bedeutet. Fangen wir also am Anfang an. Wir hören einen Talk über die Abhörstation in Berlin und jeder, der in Berlin war, hat sich die Skyline angeschaut und irgendwo zwischen dem Funkturm und dem Fernsehturm sah er oder sie eine ungefähr phallische Struktur als Silhouette gegenüber dem leicht grauen Himmel in Berlin. Die ist nun verlassen. Das Einzige, was dort lebt, sind Geister und unerzählte Geheimnisse. Das war für 2 Jahre in den 1980er Jahren meine Heimat und wie ich jetzt vor euch stehe, kann ich immer noch nicht ganz verstehen, wie und warum ich dort hängen geblieben bin. Aber ich kann euch sagen, wenn ich dort nicht angefangen hätte, dann würde ich auf keinen Fall hier angekommen sein. Also gebt mir etwas von eurer Geduld und navigieren wir uns zurück in der Zeit und in dieses seltsame Gebäude. Die phallische Struktur ist jetzt deutlich im Bild zu sehen. Offiziell war es eine Radarstation. But Berliners knew better. Berliner wussten es besser. Sie nannten es das große Ohr. I'm a lucky man. Ich habe Glück. Ich habe jetzt den coolsten Job in der Welt. Ich kann den Planeten bereisen als einer der wenigen Sicherheitsexperten in Öffentlichkeitskommunikation. Ich löse Probleme, ich lösche Feuer und ich bin ein PR-Cypherpunk. Es gibt eigentlich keinen Karriereweg für das, was ich tue, aber wenn ich irgendwo anfangen musste, dann musste es meine völlig zufällige, ungeplante Karriere als ein Geheimdienstoffizier für die National Security Agency. Und nicht nur als irgendein zufälliger Analyst, sondern als ein US-Armee-Kommunikationsabhörexperte während der Hochzeit des Kalten Krieges. Ich hatte niemals geplant, überhaupt in der Armee zu sein, aber Ronald Reagan hat einen wunderbaren Job gemacht, unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten für alle außer die ganz Reichen zu zerstören. Und nice round for Ronnie. Ja, schöne Applausrunde für Ronnie. And for those of us und für diejenigen von uns, die direkt aus dem College kamen, gab es so gut wie nichts zu tun da draußen. Ich wurde einmal abgelehnt für einen Kellnerjob, weil ich keinen Abschluss hatte. So my life choices came down to moving back home. Die Möglichkeiten meines Lebens waren also zurück zu den Eltern, Selbstmord begehen, ja, so, ne? Und or joining the army. Oder vielleicht die Armee, really? In die Armee zu gehen. Ja, wirklich. And so that's how I found myself in the US Army. So war es, dass ich mich also in der US-Armee-Uniform fand, Russisch lernend in Monterey, California. It's important to remember und es ist wichtig zu wissen, dass die National Security Agency war und ist vor allem ein militärischer Geheimdienst. Ihr solltet es euch als einen fünften Zweig der US-Armee anschauen. Es war immer ein 2- oder 3-Sterne-General in der Führung und der Haushalt war 2 oder 3 Größenordnungen größer als der CIA, aber dieses Geld wurde für Geräte ausgegeben, nicht für Menschen. Ein globales Geheimdienstnetzwerk, das eine Menge billige Arbeit brauchte, wir Soldaten Armee, Luftwaffe und Marine. Wir sammelten diese Daten und schickten sie zurück an die Mutterstation in Maryland.
So after learning the language du jour, would be shipped off to Goodfellow Air Force Base. Nachdem ich also die Nachricht des Tages, die Sprache des Tages lernte, würde ich dann verschickt und was the occasional armadillo race, und was ich tun müsste, war also nachos, lots of tequila. Und wir hatten dann nicht mehr sehr viel zu tun und konnten eigentlich nur ab und zu Gürteltierrennen veranstalten und gelegentlich Margaritas und Nachos essen. Und irgendwann fand ich mich dann selbst wieder, als ich am Flughafen Tegel landete, in einem Pan Am Jet im damaligen West-Berlin. Und schon auf dem Hinflug von Frankfurt konnte man erkennen, dass Berlin kein normaler Platz ist zum Leben. Denn sobald man an die innerdeutsche Grenze kam, verlor das Flugzeug dramatisch an Höhe und ging ungefähr auf 3000 Fuß runter. Die Flugbegleiter wussten ganz genau, wann das passieren würde. Und in der Minute, wo das passierte, räumten sie schon die Gläser weg. Damals waren die Vereinbarungen mit den Sowjets über den Luftraum noch in Kraft und danach wurde eben gehandelt. Und jetzt nicht die ganzen alten Geschichten aus dem Kalten Krieg wieder hochzugraben, aber einfach damit wir wissen, wovon wir reden. Ich arbeitete im zweiten Stock von dieser phallusförmigen Abhöreinrichtung, die auf einem Berg von Trümmern des Zweiten Weltkriegs errichtet worden war, auf dem höchsten Punkt von Berlin. Also eine Stadt mit 2 Millionen Leuten, die von einer Betonmauer umgeben war, Wachtürmen und Maschinengewehren in Abständen drumherum und die wiederum umgeben von 23 Einheiten der sowjetischen Infanterie und von Panzerregimenten. Und es gab drei Straßen hinein, drei Luftkorridore hinaus und einen Zug, der einmal am Tag fuhr. Ich kam frisch aus dem College und habe gerade die nachrichtendienstliche Schule absolviert. Und ich konnte gerade genug Deutsch, um noch zu sagen, bitte nicht schießen, ich bin Geheimnisträger. Willkommen also in der Abhöranlage Berlin. Es ist schwierig zu erklären, wie schwierig es überhaupt ist, darüber zu reden, wie das Arbeiten dort war. Damals war Teufelsberg eine der geheimsten Geheimdienstanlagen der ganzen Welt. Die Behörden haben uns damals wirklich Angst gemacht und haben uns mit schwersten Strafen gedroht, sobald man irgendwas erzählt hatte über diese Anlagen. Und das macht es selbst jetzt noch für mich schwierig, ein Vierteljahrhundert später über meine Erfahrungen zu reden. Natürlich ist der Kalte Krieg lange vorbei und viele von euch wurden wahrscheinlich geboren, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, aber ich fühle, dass ich jetzt ziemlich sicher bin, darüber zu reden, aus einem Grund. Und sein Name ist Jim Hall. Das ist Jim. Jim got to Field Station Berlin just a few months before Jim I did. Jim kam zur Abhöranlage Berlin ein paar Monate vor mir. Er war ebenfalls ein Analyst. Jim war ein ziemlich freundlicher Kerl. Er hat mich immer mal besucht und hat auch mit den anderen geredet. Und wir haben zusammen Dinge unternommen und wir haben in seinem Abschnitt der Abhöranlage mit ihm Zeit verbracht, als er gerade die Sowjets beobachtete. Und Jim war immer gut zu haben für einen Drink und wir haben viel gelacht. Und ein paar Jahre nachdem ich dort aufgehört habe, wurde er verhaftet für Spionage und Verrat. Und wie sich herausstellte, hat man Jim gefunden mit einem Sack voll Geld im Kofferraum eines sehr schönen Mercedes. Denn Jim hat offensichtlich Geheimnisse an die Russen verkauft, und zwar über eine sehr lange Zeit. Er ist ungefähr 30 Jahre lang ins Gefängnis gegangen und alles, was ich euch möglicherweise erzählen konnte, hat er bestimmt schon vor langer Zeit an die Russen verkauft. Denn wir wussten, dass sie wussten, dass wir wissen, dass sie wussten, was wir wissen. Und wenn ihr euch fragt, warum das erste Mal ist, dass irgendjemand überhaupt einen ernsthaften Talk gibt über die Innereien der Teufelsberg-Einrichtung, dann habt ihr jetzt eine ziemlich gute Vorstellung davon. Reden wir ein bisschen über die Einrichtung. Wir haben ihn den Berg genannt und ich habe da etwas über 2 Jahre gearbeitet. Und zu jedem Zeitpunkt waren da ungefähr 200 Leute, die da gearbeitet haben, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. I celebrated New Year's there in 1984. Ich habe da 84 Silvester gefeiert. Ein paar von uns sind in den 5. Stock hochgegangen und haben über die Stadt geschaut und haben dem Feuerwerk zugeschaut. Und man konnte sogar die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin erkennen. Nicht nur wegen der Mauer und dem Todesstreifen, der hell erleuchtet war, aber auch, weil das Feuerwerk plötzlich da aufhörte, wo die Mauer begann.
In the beginning, as I understand it, Field Station Berlin Anfang was just a collections point, war die Station Berlin ein Sammelpunkt, wo Signale abgefangen und aufgezeichnet wurden. Und die wurden dann nach Fort Meade geschickt, um sie da weiterzuverarbeiten. Und manchmal hingen wir hinterher mit unseren Aufträgen und es brauchte Monate, bis die Bänder, die wir aufgenommen haben, auch wirklich abgehört wurden. Eine alte Geschichte besagt, dass was da wirklich zu einem Wandel geführt hatte, wir hatten zwar Informationen über den Fall der Berliner über den Bau der Berliner Mauer, aber dieses Band wurde erst 6 Monate später abgehört und da war es schon zu spät. Der Bau der Mauer hatte bereits begonnen. Ab den 60ern hatten wir ein Frühwarnsystem bei unserer Arbeit und bis ich dort aber anfing, waren nicht nur zahlreiche Frequenzen, die wir abhörten, sondern wir haben auch tatsächlich aktiv zugehört und wir haben diese Aufnahmen dann zur Verarbeitung geschickt und die Inhalte wurden transkribiert. Das wurde wiederum weiter zu den Analysten geschickt. Die haben darum wiederum Berichte verfasst und diese nach Fort Meade geschickt. Und einer dieser Analysten war ich. Der Berg war ein Stützpunkt für verschiedene Truppen. Die US-Armee war da, die Luftwaffe war da, die britische Armee war da und die Royal Air Force war da. Und es gab nur einen einzigen Weg auf den Hügel und der Weg wurde von deutschen Truppen gesichert, die wir LN Guards nannten. Die kamen mit einem Dienstshuttle zur Arbeit. Das war im Grunde ein Bus, der abfuhr aus der Kaserne Lichterfeld. Und wer das Shuttle verpasst hat, der konnte einfach die U-Bahn nehmen zum Theodor-Heuss-Platz und von da aus weiterlaufen. Und manchmal hielt das Dienstshuttle auch an oder jemand im Auto hat einen mitgenommen und das Bus fuhr dann zu dem Gatter und hat einen da rausgelassen. Man stieg dann aus, zeigte einem den elektronischen blauen Ausweis, zog den über ein elektronisches Lesegerät und konnte dann direkt rechts von einem eine Metalltür sehen, der in den Bereich der Briten führte. Die Briten waren unsere armen Cousins. Wenn wir unsere alte Ausstattungsgegenstände wegwarfen, dann wühlten die durch und and I don't want to go into too deep a dive into the wir werden nicht zu sehr in die Details gehen, was die Technologie angeht. Ihr könnt mich nachher an der Bar finden, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Aber es soll mal reichen zu sagen, dass der Teufelsberg deutlich über dem war, was damals als Standard betrachtet wurde. Und ich weiß, dass da ist jemand im Publikum, der für IBM gearbeitet hat und der schon Skype benutzt hat, als Adenauer Kanzler war. Aber auf dem Teufelsberg in den 80ern haben wir schon in den 80ern Instant Messaging benutzt und in den frühen 80ern sind wir von Bändern auf Festplatte umgestiegen. Aber genug jetzt von diesen Spielsachen. Wenn wir weitergehen auf unserer Reise durch das Innere der Abhörstation, an dem britischen Bereich vorbei, durch den Gang unten links, war ein Bereich, in dem Papier geschreddert und zerstampft wurde. Und wir nannten das Jaws. Wenn man die falschen Leute ärgerte, dann bekam man eine Schicht in dem Jaws zugeteilt. Und das war ein lauter und nasser und widerlicher Job, wo man Papier, das ganze Papier, was jeden Tag da produziert wurde, wieder zerschreddern musste und einstampfen und wässern musste. Und was da rauskam, wurde dann interessanterweise zu einer Halde in Ostdeutschland geschickt. Und es gab genügend Security-Leute, die dann alles wieder aufwickelten, um einfach zu gucken, ob auch alles zerstört war und dann wieder abwickelten. Und gehen wir also ein Stück den Korridor weiter runter, da gab es ein paar Aufzüge über den Bereich, konnte man den betreten, wo man gearbeitet hat. Ich arbeitete im zweiten Stock, wo der Analysebereich war, der European Communist Bereich, die Ostdeutschland und Polen überwachten, war da ebenfalls und die Luftwaffe, die Luftabwehr und die Spionageabwehr. In einem anderen Bereich, auf demselben Stock, hinter einer ziemlich dünnen, schwächlichen Tür, war Le Fox, was unser Datacenter war. Da hatten wir die ganzen Computer und die ganzen Aufnahmegeräte in großen Regalen. Ich habe einige Zeit in Le Fox gearbeitet und mein Job war es, den Technikern zu erklären, was die Operator meinten. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich heute mache, nämlich den normalen Leuten erklären, was die Techniker wollen. Hinter dem Analysebüro war ein Raum mit einem Wachoffizier, der hatte die Aufsicht über alle Operationen in dieser Schicht. Und hinter dem wiederum waren 10 bis 15 Drucker, die ständig Geheimdienstberichte aus der ganzen Welt
ausspuckten. Wir haben natürlich nur die Dinge bekommen, die uns irgendwie betroffen haben, also über Osteuropa. Aber es gab auch die stündlichen Reports über alles, was so in der Welt passierte. Und es gab auch immer einen, der dafür verantwortlich war, diese Reporte zu verarbeiten und zu täglichen Berichten zusammenzufassen. Und als Analyst durfte man diese Dateien, diese Reports lesen. What the intelligence community considers super secret, was die Intelligence Community als sehr geheim und wichtig ansah, ist ein seltsames Ding. Wenn du eine Kopie einer heutigen Zeitung kaufst und nachsiehst, wie das Wetter in Moskau den Tag war, diese Information war geheim. Wenn man eine Zeitung kaufte in der Abhörstation Berlin und als Teil dieses Berichts war es nicht weiter klassifiziert, aber bekam eine nachrichtendienstliche Einstiftung, weil du es als Polster benutzt hast, um deine Informationen über das Wetter in Moskau zu. We don't just know from reading the newspaper. Wir wissen nicht nur aus den Nachrichten, aus den Zeitungen. Wir wissen auch, dass der Kreml weiß, wie das Wetter in Moskau sein wird. You live in this ethereal world. Man lebt in dieser flüchtigen Welt, wo man Dinge weiß und dann weiß man sie wirklich. And you feel like you have an insight. Man fühlt sich, als hätte man Einblicke. Und ich denke, man hat auch tatsächlich Einblicke, Einsichten über das, was in der Welt passiert. Und was noch wichtiger ist, was die wichtigsten Menschen als Entscheidungsgrundlage verwenden. Denn das wird als definitive, gesicherte Information angesehen, während man hier auf dem Analytikerbereich in der NSA sitzt. Mein Lieblingsplatz war schräg gegenüber der Analystenabteilung, gegenüber der Tretmühle, dem Bereich, wo die russischen Nachrichten abgehorcht wurden. Es war ein unscheinbarer Bereich voller Regale, gefüllt mit Büchern, Ordnern und Videobändern. Es war eine Bibliothek. Nun, wer jemals durch einen Buchladen gelaufen ist, ich konnte damals nicht daran vorbeigehen, ohne die Nase reinzustecken. Und die Bibliothek in der NSA-Hörnerlage konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Zwei Sachen, die ich gut in Erinnerung habe, waren der Mann, der die CIA-Station in Teheran war, als die Botschaft im Jahr 1979 besetzt wurde. Dieser Stationschef war eine der 51 Geiseln, die über ein Jahr lang von den Iranern festgehalten wurde. Die Frage, die hatte eine Form eines Interviews vor einem Publikum aus CIA-Angestellten, und ein Teil, den ich nie vergessen werde, war die Antwort auf die Frage, was haben die Iraner bekommen? Er sagte nach einer Pause, sie haben alles bekommen. Wie sich herausstellte, hatte niemand die Zerstörungsprotokolle für das ganze geheime Material aktiviert, das sich in einer CIA-Einrichtung befindet. Deshalb wanderte alles, was nicht den Sowjets übergeben wurde, in einem iranischen Museum und über den amerikanischen Imperialismus. Also wussten wir, dass sie wussten, dass wir es wussten. Ein anderes historisches Ereignis, über das ich informiert wurde, war der Zwischenfall der USS Liberty, einem NSA-Schiff, das in der Mittelmeer stationiert war, besetzt mit USA-Soldaten, die das 1973 wiederholt von Israel bombardiert und beschossen wurde. Viele Amerikaner wurden dabei getötet. Die Israelis behaupten, dass sie deren Identitäten durcheinander gebracht hätten, aber die wirkliche Geschichte war eine andere. Die Israelis wussten genau, wen sie töteten, aber sie wollten nicht, dass die Amerikaner mitbekamen, dass sie sich am Sinai befanden, noch bevor sie in Ägypten einfielen. Wenn wir Analytiker in der Abhöranlage Berlin nicht gerade den Tagesbericht lasen oder die Bibliothek durchstöberten und uns gegenseitig Streiche spielten oder im fünften Stock Selbstgespräche führten, dann schrieben wir Berichte. Und jeder Bericht ging an einen Mann, nur diesen Mann, Dernser.
Director NSA. Alles ging an Dönster. Wir nannten ihn Big Daddy. Zum Beispiel, hey, hast du diese Sache aus dem dritten Stock überprüft und an Big Daddy geschickt? Oder, ja, es ist wichtig, aber nicht wichtig genug, um an Big Daddy zu gehen. Er wusste alles. Er war die Bienenkönigin, die Drohnen Nektar brachten. Also NSA-Abhörstationen sind ziemlich schön und gemütlich. Alles ist mehr oder weniger grau oder weiß. Also die Inneneinrichtung der Abhörstation Berlin sah aus wie das Kontrollzentrum in Cape Canaveral. Also, naja, also anstatt dass nun Leute da vor Reihen von Monitoren saßen, hatten wir hier so Arbeitsplätze, mit allen Schirmen in Schwarz-Weiß, alles in Schlachtschiffgrau, von den Regalen bis zu den Empfängern. Und Le Fox Green war also ursprünglich gebaut als ein Kontrollsystem für Feuerkontrolle und für Schlachtschiffe, die wieder in Einsatz gebracht wurden. Es war alles kalt, und zwar wegen der Elektronik. Also wir haben die Finger aus unseren Wollhandschuhen geschnitten, sodass wir also tippen konnten, während unsere Hände warm waren. Im Kalten Krieg war es so, wenn man in einem Gebäude voll von Spionen arbeitete, am höchsten Punkt einer Insel, Stadt, von einer Viertelmillion Truppen umgeben, von deinen Feinden oder deinen Gegnern, das macht kein besonders sicheres Gefühl. Also es kommt eine Art Galgenhumor zustande, irgendwie eine destillierte Version von der Art von Humor, die jeder in West-Berlin entwickelte als Antwort auf dieses Mauerfieber. Und die Arbeitsumgebung war gelegentlich harsch und stressig, aber das heißt, dass es nun nicht nur ständig nur Arbeit war und keinerlei Spaß. Also es wurden Streiche gespielt, also zum Beispiel mit Durchschlagpapier. Wir nahmen also zum Beispiel etwas Kohlepapier und reibten es an der Innenseite eines Kopfhörers, und das hat natürlich die Ohren der Leute recht schwarz gemacht, was schwer zu entfernen war. Also das passiert, wenn man seine Kopfhörer abnimmt. Also übersetze meine Kopfhörer prüfen. Wenn man nun seinen Anzug abnahm und im T-Shirt arbeitete, dann kam es also vor, dass jemand das T-Shirt vielleicht in Wasser es nass machte, faltete und in den Gefriertruhe tat. Und einige Sachen waren dann jobspezifisch. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Richtung eines Signals zu finden, dann heißt jede Richtung ein Lob. Und man hat also drei Richtungen genommen von drei verschiedenen Positionen. Und dort, wo sie sich schneiden, dann ist das der Ort deines Ziels. Naja, und dann neue Leute wurden nun geschickt zur Ingenieurabteilung für einen Kasten von Lobs und bekamen dann eine sehr beängstigende Kiste mit Glassplittern. Und dann, wenn sie die aufmachten, dann hieß es, oh, du hast die Lobs kaputt gemacht. Oder, man könnte zum Beispiel auch den Funkverkehr von Taxifahrern abhören. 21:34, bitte kommen, 78, bestätigt. Und dann wurde es immer mehr und mehr Funkverkehr, und einfach dachte man sei im Angriff, bis man merkte, dass die Signale aus West-Berlin kamen. Es gab auch eine Art von Fetischisierung unseres Feindes, unseres Zieles. Also es wurden zum Beispiel die Wände mit Sowjetflaggen dekoriert, mit ostdeutscher Propaganda und mit anderen so kommunistischen, wir würden also wie kommunistische Politiker sprechen, so wie die friedensliebenden Völker der Deutschen Demokratischen Republik. Wir würden Ostfernsehen sehen, und einige Leute haben sich tatsächlich auch in Kleider eingekleidet, die sie aus Ost-Berlin gekauft hatten. Die kommen in deinen Kopf.
Es gab also diese inoffizielle Regel, dass wenn die deutschen Scanner, also die Leute, die Tonbänder abschrieben, wenn die in eine Extra-Shift gerufen wurde, weil es extra Aktivität gab, weil es viel Aktivität gab, dann würden sie also Uniformen der freien deutschen Jugend anziehen. Sicherheitswachmänner, die Deutschen an der Abwehrstation fanden es wunderbar, ihre Leute da an das Vordertor zu schicken, wenn auf einmal ungefähr ein Dutzend FDJ-Leute erfolgreich in die Anlage kamen. Die Eurocom-Abteilung war auch die Heimat von der besten Sammlung von Propagandapostern der Station. Sie haben Geld verdient für ihre Partys, indem sie einen Kaffee aus einer Holzkiste betrieben haben. Kaffee Eurocom würde also verkauft uns überteuerte Capri-Sonne, Fritos, Süßigkeiten. Es gab auch einen Spaß der Luftwaffe. Sie haben etwas gehabt, was sie den Geisterpool nannten, wenn immer die Sowjets in der Luft Übungen abhielten. Die Sowjets waren berüchtigt für ihre Rücksichtslosigkeit in der Luft, ihre Übungen. Und wir hatten eine Art Wettbuch laufen. Also wir wetteten für den Geisterpool und um zu gewinnen, musste man den Typ eines Flugzeugs nennen, der in einem Absturz verwickelt war und wo das passieren würde. Und ich habe mal ziemlich viel gewonnen, als ich erfolgreich eine in der Luftkollision von zwei Hein-B-Hubschraubern über der Jüterborg-Schutzzone erkannt habe. Es gab die wir Deutsch sprachen, wurden man herausgerufen, um die Infanterieeinheiten mit auszubilden in der Berlin-Brigade. Es gab also ein Trainingszentrum in Stadtkriegsführung in Zehlendorf und das war komplett mit S-Bahn und Gebäuden und wir würden nur so tun, als seien wir Punks. Naja, einige müssten das weniger vorgeben als andere und Hausbesetzer und die amerikanischen Soldaten sollten uns nun herauswerfen. Und diese Soldaten wussten nicht, dass wir auch Soldaten waren. Und das hat natürlich eine Menge Spaß gemacht, wenn wir also Luftballons mit Urin auf sie warfen und Holzstücke auf ihre Köpfe warfen. Aber es wurde sehr viel weniger spaßig, als die deutsche Polizei auf einmal kam. Sie waren also die Zweitstreitkräfte, als die amerikanischen Soldaten es nicht schafften, uns herauszuwerfen. Ich weiß immer noch nicht, ob die deutsche Polizei nicht wusste, dass es eine Übung war, aber sie kamen und haben uns wirklich zu Brei gehauen. Und ich selbst musste mit drei Stichen über meine Augenbraue genäht werden. Lass mich ein bisschen was erzählen über die Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Zu einer Zeit, als das US-Militär noch sehr wenige Frauen hatte, waren über 30% der Leute in der Abwehrstation Berlin weiblich. Und damals dachten Leute, dass Frauen sich einfacher tun, fremde Sprachen zu lernen. Aber auch es gab auch weibliche Offiziere. Das heißt, die Abhörstation Berlin war vielleicht sehr progressiv, was die Geschlechtergleichheit angeht, aber was die Rassengleichheit angeht, es war sehr, sehr weiß. Es gab nur 5 schwarze Leute, 5 in einer Einheit von ungefähr 750 Leuten. Andere Gruppen waren überrepräsentiert. Eine überraschend große Nummer von Teufelsbergarbeitern waren entweder Mormonen oder Adventisten der siebten Tage. Mir ist später gesagt worden, dass das deswegen war, weil diese Leute leichte Sicherheitsclearance bekamen, denn Mormonen und Adventisten des siebten Tages, sie trinken nicht, die rauchen nicht und geben sich nicht körperlichen Lüsten hin. Und das wäre alles wunderbar gewesen, wenn es dabei nur um die persönliche Moral gegangen wäre, aber es ist gut für eine Nation, wenn Gruppen, die bestimmte moralische Positionen vertreten, die nicht unbedingt Mainstream sind, jetzt auf einmal Entscheidungen machen über Krieg und Frieden und was richtig ist und was falsch ist. Ich bin mir da nicht so sicher.
Viele der Leute, die in der Abhöranlage Berlin arbeiten, waren schlau, aber irgendwo unangepasst. Wir kamen aus dem College raus, konnten keinen Job finden und waren entweder verrückt oder dumm genug, der Armee beizutreten. Es waren mindestens zwei Doktoren in meiner Einheit und eine ganze Reihe mit Universitätsabschlüssen. Und wenn man zu den Kryptanalysekursen der NSA geht, dann verändert das wirklich irgendwas in deinem Gehirn. Genau wie Anwälte ihre Gehirne in der Universität verändert bekommen. Die Kryptokurse machen genau dasselbe mit dir und geben dir eine sehr komische Abilität, eine sehr komische Fähigkeit, die Zukunft in gewisser Weise vorherzusagen. In sehr eingeschränkten Maßen natürlich. Und das könnte aber eine sehr nützliche Fähigkeit später im Leben sein. Wir waren also besser ausgebildet als die meisten Offiziere und das haben für die meiste Zeit alle akzeptiert und es hat auch zu einer ziemlich guten Arbeitsumgebung geführt. Aber es gibt immer wieder einen, der einfach nicht mit dem System arbeiten will. In meinem Fall war da ein neuer Captain namens Mooney. Er hatte Aufsicht über meine Schicht. Er bestand darauf, mich in die Wachstube zu rufen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt eigentlich etwas viel Nützlicheres machen könnte, um mit ihm das große Ganze zu diskutieren. Mooney war er war sich ziemlich sicher, dass da draußen irgendwas Großes vor sich geht, aber wir hatten es einfach noch nicht mitbekommen. Also daher mussten diese ganzen Diskussionen über das große Ganze geführt werden. Und einem sehr, sehr langweiligen Abend, nachdem ich zu ihm gerufen wurde, um über das große Ganze zu diskutieren, einmal zu viel, möchte ich sagen, bin ich zurückgegangen in meinen Bereich und ich habe einen kleinen Artikel in einer Zeitung der Armee gefunden, Stars and Stripes, vielleicht kennt ihr einer von euch. Der Artikel erwähnte, dass verschiedene militärische Einrichtungen in Westdeutschland auf einmal auf einer höheren Alarmstufe waren wegen einem vagen einer terroristischen Bedrohung. Ich habe also dieses unwichtige Schnipselchen mitgenommen und merely reporting the facts and giving daraus ein kleines Training gemacht für die neuen Leute. Ich habe also einen kleinen Report zusammengeschrieben und habe eine sehr hohe Geheimstufe zugewiesen und habe das Ganze an Captain Mooney gegeben. Und er ist fast in Ekstase gefallen. Das war genau dieses große Ganze, was ihm noch gefehlt hatte. Also genau beim Schichtwechsel, als ich gehen wollte, an einem Sonntag, hat Captain Mooney die Abhörstation Berlin auf höchste Alarmstufe gesetzt. Jeder, der zum Dienst kam, konnte nicht wieder rausgehen und auch nicht rausgelassen werden. Die Soldaten kamen zur Arbeit, hatten ganz normale Kleider an und mussten sich jetzt einfach mitten im Winter rausstellen mit M16 im Anschlag und das ganze Gebäude, keiner durfte was essen, keiner durfte was trinken. Die letzten Worte, die Mooney jemals zu mir sagte, waren: Scannel, du wirst dafür einen Orden kriegen. Ich sagte ihm, dass die Ehre allein ihm gebührt und dass ich bevorzugen würde, in dem Report nicht erwähnt zu werden. Er sagte, dass er niemals diesen Tag vergessen würde. Dummerweise vergaben mir eine ganze Menge Leute das nicht, einschließlich meiner kommandierenden Offiziere. Wir Menschen haben die nutzvolle Eigenschaft, in der Zeit zurückzugucken, Zeiten der Sorge zurückzugucken und die lustigen und die amüsierenden, die guten Zeiten, an die guten Zeiten sich zu erinnern. Aber die Zeit in der Außenposten Berlin wurde sehr schnell tödlich ernsthaft. Eines Sonntags kam ich zu meiner Schicht und ein völliges Chaos war unterwegs in der Analysestation. Viele verschiedene Alarme rausgeschickt worden über Freiheitsstationen, ganz über die Welt. Über einen bevorstehenden sowjetischen Angriff. Die taktischen nuklearen Bomben waren in Bereitschaft gesetzt und die chemischen Waffen waren
chemischen Einheiten waren ebenfalls, bereiteten sich ebenfalls auf ein Gefecht vor. Wir werden alle sterben. Das war's, das Große. Und nur weil Ronald Reagan in einer Vorbereitung einer Radioansprache entschieden hatte, dass er das Mikrofon testen würde, sich nicht darüber im Klaren war, dass er live war, mit den Worten, ich habe unterschrieben, dass wir Russland für immer ausschließen. Wir beginnen mit der Bombardierung in wenigen Minuten. Ich dachte nicht, ich glaube nicht, dass jemand sich darüber klar war, wie nah wir damals an der totalen nuklearen Zerstörung waren und aufgrund der Aktion dieses ignoranten Mannes. Glücklicherweise wussten sie, dass wir es wussten und sie ließen uns wussten, dass sie es auch wussten. Im Verlauf dieser 8-Stunden-Schicht, die sowjetischen Militäraktivitäten gingen langsam auf ein normales Niveau zurück und wir alle lebten, um einen weiteren Spürentag zu erleben. Wenn ich in dieser Zeit zurückdenke, ich meine, dass wir in den 70er Jahren hat die NSA einige Verbrechen gegen den Staat ausgeführt, die durch ein Komitee im Senat unter der Leitung von Frank Church aufgedeckt wurden. Church Committee hat etablierte dann sehr harte und genaue Regeln über das, was die NSA tun und nicht tun konnte. Und das Wichtigste, dass sie absolut in keiner Weise Amerikaner ausspionieren könnten. Dies wurde in einer Richtlinie niedergelegt, die USSID 18 hieß. Und als ich nun auf dem Berg arbeitete und irgendjemand, die das große Unglück hatte, eine US-Person abzufangen, eine Kommunikation, dann brach die Hölle los. Bänder wurden gelöscht, Papier wurde geschreddert und man musste also wirklich alles löschen, was auch immer es war, und nicht sich erinnern, was man gerade löschte. Und man wusste also nicht mehr, was das man wusste. Und ich weiß, dass die Tatsache, dass die NSA nicht an Amerikanern spioniert, dass das ein wenig Stroß ist für die Freunde und Alliierten, aber es ist eine wichtige Sache, weil es heißt, dass einmal zu einer bestimmten Zeit eine Kultur von Regeln und Verhalten kodifiziert wurde, auf eine fast fundamentalistische Weise, und da ging es um Privatheit und Respekt für die Leute, die man zu verteidigen geschworen hatte. Man spionierte nicht an sich selbst. Das heißt nicht, dass nicht ein bisschen Spionieren schlecht ist. Also wissen, was dein Gegner vorhat und wie er denkt, verhindern Krieg und es minimiert auch falsche Entscheidungen. Die Abhörstation in Berlin und ihre Fähigkeit abzuhören, abzufangen und zu analysieren, hieß, dass der Westen mehr gedankenvoll vorgehen konnte in der Außenpolitik. Ein solches Beispiel war, als ein hochrangierter Funktionär in Ostdeutschland aus Moskau seine Geliebte in Berlin anrief und sagte, es tat ihm so leid, Schatzi, aber er konnte nicht nach Hause, weil Konstantin Tschernenko gestorben war und er müsste jetzt einfach in Moskau bleiben bis zur Beerdigung, wann immer das sein würde. Also, naja, wenn es jemals ein Beispiel gab, dass das also eine lose Lippe ein Schiff versenkt hat, die Sowjetunion hat den Tod von Generalsekretär Tschernenko für Wochen nicht bekannt gegeben. Tschernenkos Tod hat einen unglaublichen Machtkampf innerhalb des Zentralkomitees losgetreten, ein Kampf, der letztendlich die Berufung von Michail Gorbatschow als Generalsekretär zum Ergebnis hatte. Aber für 3 Wochen, wir wussten, dass sie wussten. Und sie wussten das nicht. Und wir konnten ruhig bleiben und mussten nicht überreagieren, während die Sowjets ihre internen Kämpfe ausfochten. Das ist also nun ein Ziel auswählen. Gezielt auswählen. Kluges Spionieren. Aber dieses vollständige Aufsaugen von allem, das hat nur den Zweck zu verwirren. Wir würden Witze machen, dass wenn wir die KGB zerstören wollten, dass alles, was wir tun müssten, war einfach die Inhalte aller Intelligenzanlagen und Geheimdienstanlagen einfach ausleeren auf der Vordertreppe ihres Hauptquartiers in Dzerzhinskiplatz und sie würden ersticken, sie würden alles wissen. Und was das heißt, sie würden nichts wissen. Und wir würden das auch wissen.
Ein Geheimdienst, der alles und jeden, egal ob Freund oder Feind, als einen Verdächtigen behandelt, ist kein Werkzeug, um Kriege zu verhindern, sondern um zu kontrollieren. To collect everything on alles zu sammeln, on everyone, über jeden, ist ein totalitärer Akt. So here I stand. Also hier stehe ich nun, ein glücklicher Mann. I got a front row balcony seat. Ich habe einen Sitz in der ersten Reihe bekommen, in einem der seltsamsten, interessantesten Theater des Kalten Krieges. Die Abhörstation Berlin hat viele gute Sachen gemacht. Es hatte eine sehr gezielte Mission und die Arbeit, die wir da gemacht haben, hat geholfen, ein paar Köpfe abzukühlen zu einer Zeit, wenn die Welt 3 Minuten vor 12 vor einem nuklearen Krieg stand. Die Abhörstation Berlin ist heute leer. Ein Relikt, das große Ohr hört nichts mehr außer dem Wind. Seine Zwecke für den Geheimdienst sind vorbei, aber es steht immer noch da, ein komisch weißes, falsches Gebäude zwischen dem Funkturm und dem Fernsehturm gegen den schiefergrauen Berliner Himmel. Es mag mittlerweile ein Relikt sein, aber ist es nicht genauso auch ein Monument? Ein Monument für die guten Sachen, die Wissen bringen kann. We didn't blow ourselves up. Wir haben uns immerhin nicht selbst in die Luft gesprengt. The Cold War never turned hot. Der Kalte Krieg ist nie ins Heiße umgeschlagen. What we knew, und hätten wir nicht gewusst, was wir wissen, aufgrund unserer Geheimdienstätigkeit, dann hätte er sich doch ganz schnell erhitzen können. Und die Abhörstation Berlin steht heute da als ein Denkmal zu der Macht, die Wissen und Lernen über die reine Kraft hat. Aber es ist auch gleichzeitig eine Warnung, ein großes, weißes, phallisches Symbol, das uns daran erinnert, wenn wir diese Waffen gegen unsere eigenen Leute wenden, dann sind wir alle buchstäblich gefickt. Let's save Teufelsberg. Lass uns also Teufelsberg bewahren. Lass uns die Abhörstation Berlin bewahren, zumindest das Äußere. Sowohl als ein Monument, aber auch als eine Warnung. Das Deutsche ist so eine sehr beschreibende Sprache. Es gibt das Wort Mahnmal, ein Mal, das mahnt. Teufelsberg steht als Symbol für die Macht des Wissens und einen Krieg zu verhindern. Aber in einem modernen Kontext kann es eine andere Bedeutung haben. Heute gibt es keine große Radarschüssel, die sie ins Visier hat, keinen Klick- oder Radarziel. Es passiert nicht mehr von der Spitze eines Hügels. Es ist in einem Rechenzentrum ihrer Telefongesellschaft begraben versteckt oder in einer Netzwerk-Cloud oder Malware auf ihrem Computer. Oder da. But we're still humans. Aber wir sind immer noch menschlich. Wir versuchen immer noch, das Ganze in unsere kleinen Affengehirne zu kriegen, was das alles bedeutet. Wir brauchen immer noch diese Symbolik. Das heißt, ich rufe euch dazu auf, die Abhörstation Berlin zu bewahren. Wir müssen wissen, dass sie wissen, dass wir es wissen. Dankeschön. So, thanks for your great talk, Bill. Danke für deinen fantastischen Talk, Bill. Hast du noch genug Zeit? Wir haben noch Zeit für eine Frage- und Antwort-Session. Also, wenn ihr geht, bitte tut das ganz ruhig, so ruhig wie möglich. Nicht wie ihr das jetzt gerade tut. Also, seid bitte ruhig. Wir haben Fragen und Antworten. Ja, wir brauchen vielleicht gar kein Q&A. Wir können uns an der Bar treffen. Aber ich beantworte natürlich gerne sämtliche Fragen. Okay, if it gets more quiet, we may start the Q&A. As such... Kann ich das? Ja. I have a question. No, not a question, a statement. I don't really trust you. Ich habe eine Frage, nicht wirklich eine Frage, eine Aussage.
ich vertraue dir nicht wirklich. Naja, wenn ich einen Schlips ausziehe, hilft das vielleicht? Anziehe, hat er gesagt. Okay. Oder? Naja. Anziehe oder ausziehe? Yeah, hello. Ja, hallo. It's really strange, es ist wirklich seltsam, denn du erinnerst mich an die alte Stasi-Offiziere aus meiner Familie und die alten Geschichten, die alten gleichen Geschichten. Wir waren so großartig, wir wussten alles über sie und sie wussten das nicht. Und ich weiß nicht, warum diese Sachen... Mr. Carney, your reason to spoke here and not Mr. Edward Snowden. Warum sprechen Sie und nicht Edward Snowden? Es ist wirklich seltsam. About things that matter and not histories. Warum sprechen Sie über Geschichte und lustige Dinge und nicht über die Dinge, die wirklich... Like Sie nutzen dies... Sie verteidigen hier auch die Aktionen von Geheimdiensten. Das ist wirklich ekelhaft. Warst du in dem selben Talk wie ich gerade eben? Okay. Microphone one. Okay, hello. First I wondered whether ich habe mich zuerst gefragt, ob dies vielleicht der falsche Ort für diesen Talk sei, aber danach wurde mir klar, dieser Talk hat mir wirklich einen Einblick gegeben in die Art, wie Dinge in Signals Intelligence sich entwickeln und wie die Leute denken, wie sie reflektieren über ihre Arbeit. Und das Problem war, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sehr reflektierten über das, was sie taten, weil sie sagten im letzten Abschnitt, dass die Welt dass die Welt einem heißen Krieg nahe kam. Und vorher sagten sie uns, dass sie Dokumente gefälscht haben, ihren paranoiden Officer auch beeinflusst haben. Und haben Sie eine Vorstellung, was für eine Verantwortung in Ihrem Job war, wenn Sie uns all diese Witze erzählen? Die Verantwortung, wenn Sie ein Dokument fälschen, wenn Sie wissen, dass ein kalter Krieg sich abspielt und es gibt eine Kommandokette, taking action, die maybe you can in Aktion übergeht und die sie vielleicht nicht mehr kontrollieren können später. Ja, naja, 30 Jahre später kann man da schon drüber nachdenken, aber du bringst da einen ganz interessanten Punkt hoch, wenn man da eine Gruppe Leute hat, die aus den Dokumenten auswählen können und bestimmte weiterreichen können, bestimmte nicht. Wir haben genau gesehen, was dann passieren kann, zum Beispiel in Vorbereitungen des Irakkrieges, was die Aufklärung zeigte, hat nicht wirklich interessiert, denn der Vizepräsident hat genau die Dokumente ausgewählt, die er sehen wollte und hat die Fakten so aufbereitet, Fakten, die eigentlich gar keine Fakten waren. Also ja, das gibt es schon. Microphone free? Yes, hi. Even before Snowden, the NSA selbst bevor Snowden spionierte die NSA schon gefreundete Regierungen aus, haben sie jeweils in ihrer Gruppe besprochen, was das eigentlich für die Demokratie bedeutet oder war das einfach Alltagsgeschäft? Ja, zunächst einmal war das vor 30 Jahren. Ich weiß, dass wir eigentlich gar nicht so sehr interessiert waren daran, unsere Freunde auszuspionieren. Das war eine Zeitverschwendung. Eines der großen Probleme gerade jetzt ist, wenn man alles abhört, dann kann man auch nichts abhören. Das ist eine riesige Zeitverschwendung, an Kanzler Merkels Telefon zu lauschen oder an deinem oder an meinem. Mein Punkt ist, glaube ich, spezifischer. Ich verstehe, dass ihr alle in euren 20ern wart, aber hatten Sie in Ihrem Arbeitsbereich politische Diskussionen oder taten Sie einfach Ihren Job und dachten nicht länger und tiefer darüber nach, was Sie eigentlich taten als NSA. Ja, ich denke, genau wie bei vielen anderen Sachen im Leben gibt es immer diesen Unterschied, wer du bist und was du tust. Und die meisten von uns, würde ich sagen, sind wir politisch eher so Mitte bis links. Wir haben nicht wirklich darüber nachgedacht, dass das hier eine ganz globale Sache ist, die wir hier tun. Wir haben eher so ein bisschen drauf geschaut, wie, naja, das, was wir hier tun, ist immer noch besser, als wenn Leute aufeinander schießen. Es war halt eine ganz andere Welt damals. Ich meine, es ist ein bisschen komisch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass die Leute wirklich, wirklich, wirklich Angst hatten über diesen ganzen... Dass auf einmal der Feind kam und die in der Speisekammer der Oma gewüstet hat, aber es war wirklich eine Angst vor einem nuklearen Krieg. Also wenn du in einer Position bist, wo du Informationen sammeln kannst,
to your point, im guten Glauben. Ich glaube, was deinen Punkt angeht, Sachen wurden nicht politisiert. Es gab halt einfache und harte Regeln und die Leute haben einfach nicht drüber nachgedacht, ihre Arbeit zu politisieren. Also sie dachten, dass sie irgendwas Gutes taten. Ja, sicher, sicher, absolut. Thank you for your talk. Danke für den Talk. Ich habe ein Problem mit Ihrer Behauptung, dass Teufelsberg ein Symbol ist für die guten Seiten der Überwachung. Denn dies ist die Überwachung, die Sie beschreiben, ist für eine Welt gemacht, in der man unterscheiden kann zwischen Freunden und Feinden. Und es ist ein bisschen schwierig, sich das anzuhören, weil aus einer amerikanischen Perspektive heute jeder, der nicht Amerikaner ist, US-Amerikaner, ist ein Feind. Naja, also eigentlich auch die, die amerikanisch sind, sind auch Feinde. Also. Ja, selbst die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger, also wir sind jetzt alle ausspioniert von den Amerikanern. Und was ich also sagen wollte, ist, ich finde es war schön, den Talk zu hören, denn es ist ziemlich beängstigend, dass als ungefähr 20-Jährige, dass die etwa 20-Jährigen damals solche mächtigen Waffen in ihrer Kontrolle hatten. Und danke für diese Einsicht. Ja, zwei Sachen vielleicht noch. Eins, ich glaube, der wichtige Teil darüber, dass man sein eigenes Volk nicht ausspioniert, ist, dass es wirklich strenge Regeln gab, auch damals schon. Und das ist auch heute relevant, denn wir müssen heute einen Weg finden, wie wir alle. Wir alle müssen einen Weg finden, sodass wir nicht unsere Waffen auf uns selbst richten. Und gleichzeitig müssen wir auch akzeptieren, dass man muss Ausschau halten nach den bösen Jungs auf einer gewissen Ebene. Aber alle als Kriminellen zu behandeln, das ist einfach nur absurd. Ich meine, wenn es irgendwo einen Tatort gibt, dann sperrt man den ab und schaut ihn sich an. Na, was jetzt passiert ist, dass die NSA den gesamten Planeten als einen Tatort betrachtet und alles absperrt mit diesen Absperrbändern. Und das ergibt keinen Sinn. Okay, Mikrofon 2. Ja, ich fand den Talk auch sehr interessant. Meine Frage geht ungefähr in die Richtung der letzten Frage. In Ihrer Antwort sprachen Sie über uns und wir müssen diese Dinge entscheiden und es ist in Ordnung, Ihnen zuzuhören. Und ich würde fragen, wer ist wir und wer sind Sie? Das ist eine verdammt gute Frage. Und wenn du was trinkst, dann lass uns auf einen Drink gehen. Und wenn nicht, dann kannst du mir beim Trinken zugucken. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Und ich habe Zeit verbracht an verschiedenen Orten der Welt und habe darüber nachgedacht, wer wir sind und wer die sind. Das wird sehr kompliziert, aber ich glaube, wir können alle darin übereinstimmen, dass es manche Elemente gibt, die andere Elemente nicht mögen. Und das... dass wir irgendwo schauen müssen, was diese anderen Elemente eben wollen, was sie vorhaben und dann eben Maßnahmen treffen müssen. Und das ist sehr viel besser, als einfach nur blind alles zu zerstören. Es ist schrecklich. Ich bin nicht hier, um das zu verteidigen. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Okay. We have only 3 minutes left for more questions. So we continue with microphone 5. Okay, Mikrofon 5. Eine Frage über die Sicherheitsfreigabe. Sie haben uns gesagt, dass Sie nicht alles erzählten, weil dass Sie das nicht sollen. Was würde passieren, wenn Sie uns alles erzählen? Würden Sie festgenommen werden heute Nacht oder getötet werden heute Nacht? Oder was passiert, wenn jemandem, der etwas erzählt? 30 Jahre altes Zeug erzählen, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich denke, also ich fühle mich gerade ziemlich sicher, dass ich hier darüber reden kann. Ja, die Sachen, die Sie nicht erzählt haben. Über die Aliens? Ja, ich meine, nein, die Leute, die in Jobs, wie sie hatten, heute arbeiten, wenn die jetzt rausgehen und etwas erzählen, was würde passieren? Ja, ich glaube, eine lebt momentan irgendwo ungefähr in der Nähe von Moskau mit seiner Freundin. Okay, when we've got a question from the internet. Do you really believe that you ever prevented anything? Glauben Sie wirklich, dass Sie jemals irgendwas verhindert haben? Welche Rechtfertigung haben Sie dafür? Können Sie Beispiele geben? Ja, ich glaube, das Beispiel, das wir herausgefunden haben,
der Anführer unseres Feindes gestorben war und ein interner Machtkampf stattgefunden hatte. Sie wollten nicht, dass wir das wissen, und das hat sicherlich allen westlichen Ländern geholfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn damals, wenn ein Politiker was gesagt hat, dann hat die andere Seite darauf reagiert. Also wenn Reagan zum Beispiel gesagt hat, wenn Reagan etwas völlig Dummböses in ein Mikrofon gesagt hat, weil er nicht wusste, dass es anhat, dann gab es eine Reaktion. Aber weil wir diese massive Überreaktion gesehen haben, konnten wir in eine Diskussion eintreten. Und hätten wir nicht gewusst, dass sie wussten, dass wir es wussten, dann hätten wir diese Art von Diskussion nicht führen können. Wenn du nicht weißt, was hinter den Kulissen los ist, dann ist es sehr schwierig, geeignete Abwehrmaßnahmen zu treffen oder einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn die ganze Sache sich erhitzt. Nun sicher, ich glaube, dass Geheimdienste ganz generell eine recht gute Arbeit darin machen, den Frieden zu bewahren. Sicher. Okay, eine weitere Frage. Wenn ihr eure Frage hier nicht beantworten könnt, trefft Bill später bei der Bar. Mikrofon 6. Ich denke, kein Individuum hier im Saal ist ein bisschen verwirrt. Ich versuche es trotzdem zu sagen. Über die Spielzeuge. Benutzten Sie Vax-Systems von Digital? Confusing. Es ist verwirrend, ja. Ja. I was an analyst. Ich war Analytiker. Ich war nicht. Ich hatte mit dieser Technologie nichts zu tun. Ich kann dir das gar nicht sagen, welche genaue Marke da verwendet wurde. True answer. Okay, thank you, Bill. Please give him another warm round of applause. Thank you. Thank you. Ja, danke auch fürs Zuhören. Dies war die Übersetzung.